Ja, sag einmal, was soll denn das, Himmelvater? Das darf ich da herunten bleiben lassen. Den Namen von der Konkurrenz hört man da nicht so gern. Was? Himmelvater? Schafkopfer kannst du nicht, oder? Na, warum? Schaust du auch nicht danach aus. Seit ewigen Zeiten sitze ich da und warte, bis einer mit mir Karten spielt. Platten, Schafkopfen oder einen kurzen wenigstens. Naja, dann spiel ich halt weiter mit mir allein. Aha. Und wie schaue ich jetzt aus? Wie ein Beamter. Oder wie so ein Schreibtischkasperl, die einen Leben lang einen Hintern in den Tee bringen und sich dann wundern, wenn es auf einmal vorbei ist, einen Leben. Sag mal, wie redest du mit mir? Du, ich bin Verwaltungshauptsekretär. Das wird dir da herund viel helfen. Sag mal lieber, wo unser neumodischer chinesischer Herd ist. Hä? Und mein grantiges Weib. Wer ist denn das? Das ist der Wacholder. Wer? Hein Wacholder, des Teufels General. Ja, der ist für da herund für so ziemlich alles zuständig. Des Teufels General, ja. Ja, super. Halt! Ah. Ah, hallo, Sie? Sind Sie da der Chef? Hallo? Vor 5 Minuten bin ich noch in meiner Küche gestanden und habe einen Herd repariert. Ich will jetzt endlich wissen, wo ich bin und wie ich da hergekommen bin. Ja, Dalli Dalli. Die Frage ist praktisch bloß, wie komme ich da her und wie komme ich wieder weg? Trepp die Trunker Wachone! Wie bitte? Trepp die Trunker Wachone! Ah ja, genau. Ich hier dunkel, vorher ich hell. Sonntagmittag, Küche, Herd repariere. Frau Kitty schimpfe, schimpfe, wie immer. Du verstehen? Sag mal, was ist denn das für ein Saftland da herund? Trepp die Trunker Wachone, Filippo Vanesi, Brunei, Slippo, Slippo. Ah ja. Ich glaub, du sollst den Automaten anrufen. Was für ein Automaten? Ja, seit der Juniorchef da an der Macht ist, geht da herund alles voll automatisch. Hölle, digital 2.0. Hölle? Ja, wo meinst du, dass du bist, ha? In der Hölle. Ausschluss, Exitus, Ultimo, Finito. Okay, du spinnst doch. Nein, das muss ein Missverständnis sein. Ich bin erst 48 Jahre alt. Na ja, wirst du schon blöd angestellt haben. Jetzt ist der Strom. Kann das sein, dass mich der Strom erwischt hat? Ja, freilich kann schon sein. Ich wollte der Gitti ihren blöden Herd reparieren. Seit Wochen nörgelt sie, dass ihr sündhaft teurer Hypersniper nur deswegen nicht funktioniert, weil er falsch angeschlossen ist. Ein Herd reparieren. Am Sonntag nach dem Fußballtraining. Als Beamter. Ah ja, so schnell kann's gehen und so hatte der Teufel beim Krawattel. Ja. Aber warum der Teufel? Ich bin katholisch. Ich zahle meine Kirchensteuer. War.
Was war? Du warst katholisch. Ja, Himmelszeiten. Gramschatzer. Lieber Neuankömmling, herzlich willkommen in der Unterwelt. Wir wünschen Ihnen im Namen von Lord Lucifer eine schnelle Eingewöhnung und einen höllischen Aufenthalt. Bitte registrieren Sie sich. Vorname. Ludwig. Familienname. Gramschatzer. Lauter. Gramschatzer! Vielen Dank, Herr Ludwig Gramschatzer. Wir heißen Sie teuflisch willkommen. Nein, ich will aber gar nicht willkommen geheißen werden. Ich muss in 2 Wochen beim Finale vom Hopman Cup auf dem Fußballplatz stehen. Bitte sprechen Sie nur nach Aufforderung. Wie lautet Ihre unterirdische Personalkennziffer? Ich hab keine Kennziffer. Ich bin der Wickerl Gramschatzer und ich habe mir mein Leben lang nichts zu Schulden kommen lassen und ich will wieder zurück. Weil unsere Mannschaft vom Vermessungsamt, die Katasterboys. Bitte sprechen Sie Ihre Kennziffer laut und deutlich in die Sprechmuschel. Sie fix, ich hab keine Kennziffer! Vielen Dank für Ihren Anruf. Wir sind bis ans Ende Ihrer Tage gerne wieder für Sie da. Na, hallo! Ach, glaub ich spinn. Ja, das haben's drauf. Die drangsalieren jeden so, wie es am wenigsten betrug. Machst du das nicht doch probieren mit mir, Schafkopfer? Komm. Also, ich hab wirklich was Besseres zum tun als mit dir, Schafkopfer. Ich will wieder raus da. Ja, von da herunten ist noch nie jemand zurückgekommen. Ja, das werden wir dann schon sehen. Wo ist denn jetzt der Lucifer, Juniorchef? Müsst jeden Moment kommen. Gleich geht die Spätschicht los. Dann heißt es wieder Tunnel graben die ganze Nacht. Was für ein Tunnel? Den da. Ja. Und wo geht der hin? Ins Nirgendwo. Reine Schikane. Ja, wir kennen doch keinen Tunnel nicht graben, der ins Nirgendwo geht. Ja, ich sag das ja. Es ist die Hölle. Naja, ich bin Beamter, kein Arbeiter. Ja, das wird sich auch noch ändern, glaub mir's. Wärst du ein rechter Bazi gewesen, sei Oma? Also, einen Braven wie mir wirst du ja kaum finden. Jeden Sonntag bin ich in die Kirche gegangen. Jahr und Tag habe ich auf mein Weib gehört. Das ist, am hochheiligen Sonntag muss ich Depp den Herd anschließen. Sonntagsarbeit. Es kommt davor, wenn man permanent auf sein Weib hört. Da kehrt schon eher sie daher. Ja, da braucht man sich nicht wundern. Wahrscheinlich sind alle Saubazi oben im Himmel und saufen Shampoos von früher bis spät. Dabei habe ich extra junge geheiratet, dass es mir ziehen kann. Aber das ist gründlich in die Hosen gegangen, das sage ich. Der kommandiert hat die mir rund um die Uhr das lästige Wimmerl. Ja, Blecklaffer, gell? Das einzige Gute ist, dass ich wenigstens da herund vor der kantigen Biskorn mal Ruhe hab. Was soll denn das? Bitte, was machst denn du da? Ja, tu doch jetzt nicht so scheinheilig. Da schau mal, wie ich ausschau. Mal gut, wie allerweil. Ach, wie lang willst du denn jetzt nur an dem Herd umeinander praxen? Ach, so gibt's halt nichts zum Essen. Ja, wo ist denn der Herd überhaupt? Bitte, es gibt da ein Aggressorsproblem. Ach, Schluss mit dir ausreden. Chrisana, was machen Sie bitte schon in meiner Küche? Wir starten Alfons Grünbier, Höllenbewohner. Höllenbewohner? Nein, Höllenbewohner! Ist das schon wieder einer von deinen saukomischen Spätzeln? Na, Kitty, diesmal ist alles ein wenig anders. Ja, was ist denn da so finster? Ja, mach's doch wenigstens das Licht an! Nein, nicht! Finger weg von meinem Controlling-Desk. Ja, ist schon recht. Grüß Gott. Den Namen möchte ich da rund nicht mehr hören. Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Ludwig Wickerl Gramschatzer. Und seine Frau, die Gitti. Na also, da seid ihr ja. In meinem Fall muss das ein Missverständnis sein. Ja, au! Aha. Bei mir redet nur, wer gefragt wird. Sapranot. Gestatten? Lord Lucifer, der Jüngere, Herrscher über die Unterwelt und ab sofort Eierchef. Chrisana. Aufstehen. Du auch. Also,
die wesentlichen Regeln zum unharmonischen Zusammenleben in der Unterwelt. Erstens, absolute Disziplin, absoluter Gehorsam. Zweitens, Mandal und Weiberl schlafen getrennt, nichts mehr Liebe, nichts mehr Sex. Und zum Essen gibt's auch nichts. Das können Sie eh gleich vergessen. Wenn mein Mann nichts mehr zum Essen kriegt, das eh gleich aus. Der frisst von früher bis spät. Also, Kitty. Na, schau na doch an. Die Sache ist eine andere. Ich muss in 2 Wochen Fußball spielen. Das Finale vom Hauptmann Cup gegen das Finanzamt. Fußball spielen? Ja, das Berchtesgaden. Sie wissen schon, die mit dem großen Salzbergwerk. Berchtesgaden, Fußball spielen. Nett. Ja, unsere Mannschaft vom Vermessungsamt, also die Katasterboys, wir haben heuer beim Behördenpokal zum allerersten Mal die Chance, dass wir das Finanzamt schlagen. Du Kasperl! Mit dem Fußballspielen ist aus, mit allem ist aus. Mit der Musik, mit dem Tanzen, mit dem Singen, mit jeder Art von Lustigkeit, ich sag's euch gleich. Jede Art von guter Laune macht mir schlechte Laune. Und wenn ich schlechte Laune krieg, dann gnade euch. Na, wisst ihr schon. Also? Keine Handys, kein WLAN, zumindest für euch nicht. Kein Bier, kein Schnaps, kein Alkohol. Wenn's ihr brav pariert, gibt's einmal im Jahr ein Glas alkoholfreies Bier. Sonst Wasser und Brot. Okay, das darf doch nicht wahr sein. Hab ich die was gefragt? Natürlich nicht. Ja, kommt man da dann gar nie wieder aussehen? Jetzt war seid's mal so, Hauptaucher. Das ist hier kein Kindergeburtstag. Sondern die ewige Verdammnis. Eine Schufterei und eine Plag. Die niemals enden wird. Haben wir uns? Ja, fragen werden wir ja wohl nur dürfen. Oh. So, und jetzt wegtreten zum Tunnelbau. Heute gibt's Überstund. Ah na, Überstunden auch noch. Kein Widerred? Jetzt dürfen wir wieder die Meckerei vom Alten hören. Mach Holder. Ja, dann sitz ich. Auf geht's. Questo, Schajati. Henko! Moment einmal! Henko! Henko! Was war's denn da, Tunnelbau? Jetzt zieht's euch jetzt um. Alle drei. Was ist, ich soll schuften bis zum jüngsten Tag? Mindestens. Ich bin eine Frau. Bei uns wird Emanzipation schon lang großgeschrieben. Da schaufelt ja jeder. Also ich pfeife auf Emanzipation. Erst gestern habe ich mir meine Fingernägel lackiert. Wer schuld an den ganzen Schlamassel? Ja, etwa ich. Ja, freilich. Du und dein scheiß Fußball jedes Wochenende. Wie lang sag ich dir denn nicht schon, dass dein Herd reparieren sollst? Wenn du nicht warst, da die jetzt wenigstens im Himmeldrom Hosianna singen. Oh, ja, genau. Ja, freilich. Schnell nur nach dem Fußballspielen Herd reparieren. Ausgerechnet am Sonntag. Ja, weil der liebe Herr ja unter der Woche keine Zeit hat. Du hast mich verführt, wie am Adam sei Eva. Ah, oh, du Kasper. Ja, da hat er auf einmal auf heilig wie der Heilige Geist höchstpersönlich. Du Brezensalzer. Hallo! Ja, ist doch wahr! Am liebsten da ja meine Schnäuzen dem. Ja, weiter! Ach, rutscht mir doch alle 2 am Buckel runter! Das klingt aber kokett, Madame. So was Handiges hab ich da herunter schon lange nicht mehr gehabt. Was für ein schneidiges Temperament! Jetzt gibt er gleich ein schneidiges Temperament! Langsam, langsam. Ihr 2 umsehen. Es gibt neue Klamotten. Die neue Tunnelbaukollektion. Und ihr, meine kleine wilde Furie. Ihr seid fürs Erste von den Arbeiten befreit. Was ist los? Wie das? Ich schlage vor, ihr leistet mir heute Abend diabolische Gesellschaft. Beim Galadinner. Moment einmal, hat's nicht geheißen, da herund gibt's nichts zum Essen? Ja, mei. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, aber Kitty, du bist doch meine Frau. Ja, mei. Was freut er denn eigentlich ein? Au, au. Aua, Mensch! Wacholder! Großnamen! Pur Terme! Punti Pacenko! Anlalte Franco Kör! Eh klar! 2 Klassengesellschaft! Wird zu Lebzeiten, ja? Bloß unser einer ist aber der Blöde, ja? Flufti! Ja, selber Flufti! Was soll denn das jetzt? Wegen mir brauchst du dafür Kornhaxen ausreißen. Wie meinen, Milady? Jetzt tu doch nicht so gespreizt. Aha. Bei mir kann so ein Poser wie du eh nicht landen. Mir gelangt's von den Mannsbrüdern. Mir scheint, ihr seid ein ganz besonders harter Brocken. Mag schon sein. Auf jeden Fall ist es die Höchststrafe mit dem Lätschen, bin ich da herunter in alle Ewigkeit zum Versauern. Gab da herunter auch noch andere Männer? Durchaus mit Charme und Feuer.
was stinkt denn da so? Ja, pfui Teufel! Konnte sein, dass der Wacholder ein wenig muffet. An den Gestank wärst du gewohnen müssen. Außer du wechselst Richtung. Dann könnt ihr mal schauen, was ihr machen könnt. Oh Jesus! Da schau mal, wie ich ausschau! Das ist ja das allergrößte Malheur! Ich hab da herunter null zum Anziehen. Das ist echt die Hölle. Ah, in der Hinsicht kann die durchaus behilflich sein. Da, der Schlüssel zur unterirdischen Kleiderkammer. Da lässt sich gewiss was Schönes finden für die, quasi was dem Anlass entsprechendes. Meinst du das Gala-Dinner? Das Teuflische. Nur mir zwei. Vegan und leicht bekömmlich. Ah, so einer bist du. Ja, so einer bin ich. Ich glaub, das ist nichts für mich. Gab aber in der Kleiderkammer von dir bloß Klamotten. Allerhand Schuhe auch. Schuhe? Ja, Schuhe. In jeder Preisklasse. Ja, von mir aus schau ich's mir heute mal an. Na dann, um 8 in den herrschaftlichen Gemächern? Ja, von mir aus. Essen schott ja nicht. Aber deine Grabschall lass bei dir, sonst sitzt's was. Ich bin eine verheiratete Frau. Und was für eine, so eine handige, boshafte, scharfe Zwiderwurzen. Das sieht dir mal wieder gleich. Kaum ist ein Weibsbild in deiner Nähe, dann vergisst der Herr Luzifer all seine Pflichten. Lord. Was Lord? Lord Luzifer. Ach, das weiß ich schon. Was ist denn das für eine? Das darfst du gern wissen, gell? Nimm dich vor die Weiber in Acht. Da kommt nichts Gescheites außer. Was ist mit dem Tunnelbau? Läuft. Genauer. Gleich geht's los mit der Nachtschicht. Diesmal 10 Stunden und 2 Überstunden. Das, was voran geht. Jetzt auf einmal so plötzlich, ja? Ja, dir kann's ja nicht schnell genug gehen, hab ich gedacht. Aber aufhaxen musst man's deswegen auch nicht. Nein, Augen auf bei der Berufswahl. Und wir haben Frischfleisch. Die sind da am Dirndl. Nicht bloß die. Am Beamten vom Vermessungsamt. Der hat sein Leben lang nichts der Bleistift gespitzt. Der ist ausgerast und holt was aus. Wirst sehen, wie der schaufelt. Da bin ich gespannt. Neues Equipment und neue Klamotten gibt's auch. Ja, das wieder zahlt. Wir können uns kaum noch einen Strom leisten bei deinem extravaganten Lebensstil. Ja, wer ist denn schuld an der Mangelwirtschaft? Wer hat's denn abgewirtschaftet, unser Unterwelt? Wir waren alle schon abhängig von den himmlischen Geldtöpfen. Hab halt das Beste draus gemacht. Und ich mach jetzt das Allerbeste draus. Da schau, ich hab neuerdings in 3D deinen Plan für den Tunnel, dein Lebenswerk. Ich halt nix von dem neumodischen Zeug da. Wirst sehen, Vater. Heut können's einpacken, die himmlischen Herrscharen. Heut sind wir am Ruder. Wo bleibt's denn so lang? Ja, wir kommen ja schon. Also, da, unser Tunneltrupp aller Mut. Schick, dynamisch, effektiv. Na, bravo. Ist das ein Ziergatzzeiger? Ja, die alten Anzüge waren viel besser, ne? Heut scheint's ein wenig groß aus, die neue Kollektion. Das kann man laut sagen. Ruhe ist jetzt. Darf ich vorstellen, seine Hoheit, Fürst Friedrich, der Allerälteste. Teufel im Ruhestand. Auf dem Weg in den Ruhestand. Papa! Du und deine altmodischen Theaterblitz. Schluss jetzt! Jetzt wird Tunnelgramm. Wir sind eh schon hinten dran. Wieso hinten dran? Ich hab gemeint, der Tunnel hat kein Ziel. Der Freilich hat ja ein Ziel. Wir sind doch keine Deppen. Nein, der hat kein Ziel. Hey, Papa. Na, freilich nicht. Das war gerade ein Spassettel, der Tunnel, der geht feil gerade ins Nirgendwo. Also. Rösterpart! Diggeridu! Au! Nix da, Diggeridu! Wenn ich nicht weiß, ob der Tunnel irgendein Ziel hat, dann grab ich nirgendwo hin. Ja, Hauptsekretär im Vermessungsamt mittlerer Dienst. So, leck mich am Arsch, ist das plötzlich heiß da. Warte mal, Entschuldigung, kann ich nicht wenigstens ein Schlückchen Bier haben? Aber zuerst weg, Ram.
Wickerl, du ziehst den Kürzern. Das Fassl ist bloß da, dass uns drangsaliert und du nie nirgend was gekriegt davon. Nix da, ich will ernst genommen werden. Und außerdem habe ich einen sakrischen Hunger. Kein Problem. Das darf's denn sein. Weißwürst, Gickerl, Brezen. Ja, was ist denn das? Wickerl, mach dich nicht zum Deppen, das ist ja bloß ein Oktoberfest, Vater Morgana. Oh, schöne große Brezel und frische Weißwürst. Oh, und ein resches Gickerl. Mit heute kein Sau aus. Seid ihr jetzt gericht zum Kram? Ja, sind wir. Ruhe um, Pandora. So. Aber eins sage ich dir. Wenn es einen Ausweg gibt, dann über den Tunnel. Sonst werden die zwei den nicht so wichtig nehmen. Über den Tunnel? Psst. Was ist mit dem Tunnel? Nix. Wir gehen jetzt Kram. Ja. Amaro Parano. Kitty, wie schaust denn du aus? Geh, da schaust. Tja, Kleider machen Leute. Geh, Kramschatzer. Was soll denn das jetzt wieder? Ein bisschen muss man schon mit der Mode gehen. Sag einmal, hast du die für den so aufbrezelt? Und wenn's so war? Na, jetzt wird's hinterher wie vorn. Auwe, ich glaub, wir kriegen Besuch. Na, da bin ich ja gespannt, wer das wieder ist. Da, schau her. Der Herr Erzengel Raphael, warst du schon lange nicht mehr da bei uns? Gott zum Gruße. Allerweil nur die gleiche altmodische Show. Können wir das nicht endlich einmal lassen? Na, das können wir nicht. Ich mach's aus fürs Erste. Läuft neuerdings alles digital. Da, schau hier. Hätte ich dir gar nicht zutraut. Du Schmatzer. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Aha. Warum ich da bin? Gitti und Ludwig Kramschatzer? Richtig. So. Oben im Elysium hat man's mit Verwunderung vernommen, dass ihr zwei da herunten seid. Okay. Ja, man stellt die rechtmäßige Einberufung in Frage und hegt den begründeten Verdacht, dass damit irgendwas nicht stimmt. Geh, was soll denn da nicht stimmen? Das Sündenregister von denen zwei scheint so lang nicht, dass für einen dauerhaften Aufenthalt in der ewigen Finsternis gelangt. Na also, dann habe ich die Ehre. Ne, halt aus! Halt aus! Aha. Ja. So einfach geht's dann auch wieder nicht. Zuerst einmal braucht es eine immerwährende Obrigkeit ein ausführliches Protokoll von euch zwei da und den ausgefüllten Fragebogen 171b zum allgemeinen Sachstandsabgleich. Oh mei, der ganze Papierkram wieder. Da hast du uns was Schönes eingebracht. Diesmal kannst du es ausfüllen. Weißt du das schon gewiss? Der hat sich mit dem Lesen und Schreiben in der Schule schon schwer da. Weil du dich da noch erinnern kannst. Beim Lesen und Schreiben hätte der Beamter freilich einen Wettbewerbsvorteil. Ja, und das ist ja gut so. Weil wir im bayerischen Himmel, wir lassen wir unser Ohren nicht hängen. Für so Fälle wie den deinen haben wir das himmlische bayerische Asyl. Ja, verreck. Da erstens der Fragebogen HBA zu den Beweggründen, zweitens das Formular für die Stammdaten inklusive Stammbaum. Ja, wenn es nicht mehrer ist. Doch, ist schon mehrer. Bayerischer Sprachtest, objektive Argumente für eine himmlische Einbürgerung, subjektive Argumente für eine himmlische Einbürgerung, Widerspruch gegen die unrechtmäßige Aneignung nach 514 HIGFV. HIGFV? Himmelsgesetz fürs Fußvolk. V? Aber schreibt man Fußvolk nicht mit F? Jetzt tu du einmal nicht die himmlische Autorität anzweifeln, gell? Sonst sind wir da gleich fertig. Entschuldigung. Weiter geht's. Lückenlose Auflistung der Kirchenbesuche, Beiträge zum Tier- und Umweltschutz. Und wo haben wir? Da. BTU L23. Beantragung eines tadellosen, unbefangenen Leumunds. Wie bitte? Erfahrungsgemäß steigen die Chancen aufs Asyl, wenn sich jemand findet, der für den Antragsteller bürgt und diesem einen konsistent tadellosen Lebenswandel bescheinigt. Na, da bin ich aber gespannt, ob es so jemanden gibt. Da brauchst du gar nicht so Blätter herin, da fallen mir unzählige ein. Okay, wer denn? Oma Burgel zum Beispiel. Ach, die ist doch schon lang tot. Da lässt sie im Himmel ja umso leichter finden, so brav wie die war. Walburga Kramschatzer, Jahrgang Umara 1930. Die kann mit Sicherheit bescheinigen, dass sie mich von Chlor auf tadellos aufgeführt hat. Sagt mir jetzt erst einmal nichts, aber ich kann einmal schauen, gell? Warum hat mir niemand gesagt, dass das gibt? Das himmlische bayerische Asyl?
Möchte auch so ein Formular. Also, bei dir ist es spät. Deine Frist ist abgelaufen. Sauber. Das ist immer wieder typisch. Wie schaut's bei dir aus? Ach ja, lassen Sie es ruhig einmal da. Ich kann es ja ausfüllen, wenn es gerade mal passt. Gern. Herr Raphael? Ja, bitte. Wissen Sie, letztes Jahr beim Hopeman Cup, da habe ich 2 Tore geschossen, also in der Vorrunde. Aber heuer geht es im Finale gegen das Finanzamt und da bin ich quasi unverzichtbar. Also, wenn ich in 2 Wochen. Entschuldigung, aber Fußball interessiert mich wirklich nicht die Bohne. Also, Formulare ausfüllen, gell? Und zwar alle miteinander. Ich schaue nach der Oma und komme bei Zeiten wieder. Gott zum Gruße. Wahnsinn, da ist ja was los. Da willst du am Ende nicht wieder raus. Doch, irgendwann schon, aber ich muss ja nicht Fußball spielen. Ja, wir werden ja sehen, wer von uns zwar weiterkommt. Jetzt dann auf geht's, Tunnel bauen, komm. Jawohl, packen wir's. Willst du nicht erst deine Formulare ausfüllen? Das mache ich dann schon noch, aber jetzt wird erst einmal der Tunnel graben. Glück auf! Sporto Panesi! Siehst das? Ganz wohl sind sie aufgeräumt, die vom Vermessungsamt. Geh, sei doch nicht so naiv. Der führt doch was im Schilde. Ich geh sicherheitshalber mal mit. Papa, kannst du alles auf dem Monitor sehen? Ich hab 2 Augen. Auf die kann ich mich weitaus mehr verlassen, wie auf dein technisches Klump da. Ich hasse Formulare. Wie kann man denn dann einen Beamten heiraten? Was treibt man denn so als Steife den ganzen Tag? Und so noch einen Haufen verpflichten. Reisen. Repräsentieren, kommandieren. Okay. Show. Und wo führt eigentlich der Tunnel hier? Chefsache. Tatsächlich. Seien Sie nicht so neugierig, Fräulein. Alles muss man als Frau auch nicht wissen. Find ich schon. Find ich nicht. Du, ich sag's dir gleich. Auf derlei Sperenzen hab ich keine Lust. Entweder du sagst mir's oder du lässt das bleiben. Warum denn gleich so gereizt, schöne Frau? Nur so viel. Wir graben mit Perspektive. Also wenn du so weitermachst, kannst du das Gala dann heute auf Nacht in den Tar schmieren. Ja, kannst du nicht noch ein wenig weiter pulvern? Das macht mir ganz wuschig. Na, kann ich nicht. Bespar da. Feit nimmer voll. Und du kehrst endgültig am Teufel. Wichtel! Jetzt kommt Jordan! Ich hab meine Hand schon vergessen. Herrschaft, Zeit nochmal rein. Ich komme auch wieder die schlechte Laune anhören von denen. Glaubst du das? Psst. Du, das ist ein Lucifer, sein Computer. Da hat halt so gern wissen, wo der Tunnel geht. Lass das gibt bloß einen Ärger. Komm. Der Tunnel zur Macht? Klingt ein bisschen übertrieben, findest du nicht? Jetzt komm. Ja, frei, gerade schau dir das einmal an. Der Tunnel geht nach Minger. Was? Nach Minger? Ja, aber. Aber nicht irgendwo hin nach Minger, sondern schnurstracks in den Bayerischen Landtag. Was denn die zwei im Bayerischen Landtag? Ja, also wer die Macht im Landtag hat, hat die Macht über Bayern. Und wer die Macht über Bayern hat, hat die Macht über die ganze Welt. Wahnsinn, du, aber das sind ja Hunderte von Kilometern, also das kann dauern. Was heißt, kann dauern? Also, gute 100 Jahre. Was? Wir müssen 100 Jahre graben? Ja, mindestens. Das ist ja Wahnsinn. Da bin ich ja nie draußen zum Hopeman Cup. Seit einer Woche geht mit dem Tunnelbau nichts mehr voran. Der neue Totalausfall. Ich hab mir ehrlich gesagt auch mehr erhofft von dem. Was kann man denn von so einem Sesselfurzer mir da erwarten? Wart's ab, Vater, ich bin roh an der Sache. Ja, das sehe ich. Was schraubst du denn da schon wieder? Es wird jetzt alles umgestellt auf digital. Ich habe jetzt in jedem von den Tunnelabschnitten Kameras installiert. Da kannst du dann lückenlos sehen, wie gearbeitet wird. Ja, genau. Nämlich gar nicht. Das sehe ich ja ohne deine Kameras. Ich glaube, wir müssen umdenken. Systematisch.
Ich hab gelesen, Weißwürst sollten in so einem Fall wahre Wunder bewirken. Weißwürst? Ja, bayerische Weißwürst. Die fetten, blätscherten Dinger. Genau die. Da war nicht, das erste, denn du für bayerische Weißwürst. Immer schon. Hast du mal eine gegessen? Nein, gewiss nicht. Ich konnte da drum mal vorsichtig anklopfen und das eine oder andere Würstel der Mugeln. Da darf man schon sehen, was die ausmachen in Sachen Motivation. Ich hab da ganz was anderes im Petto. Was ist denn? Wollt mir nicht zusammen über den Tunnelplan schauen? Ja, aber nimm mal den Tunnelplan hier, weißt du, am Computer. Ich hab gedacht, du hältst nichts von dem neumodischen Zeug. Ein bisschen muss man schon mit der Zeit gehen. Weiß einer von euch, wie die Tropical-Dusche in meiner Suite funktioniert? Gitti! Seit wann haben denn wir eine Tropical-Dusche bei den Arbeiter? Mischst du da nicht ein, Vater? Gitti, ich fürchte, wirst du gedulden müssen. Was heißt da gedulden? Hab ich jetzt All-Inclusive oder nicht? Na, war bloß Spaß. Ich schau gleich. Ich hab für nicht ewig Zeit, gell? Freilich nicht. Wir müssen heute auf Nacht pünktlich sein. Zum ersten Mal in der Teufelsschlucht. Und wenn's dir da nicht traust, brauchst nie wieder schaufeln. Jetzt wird erst einmal die Duschen gekriegt. Haben wir uns. Ja, wir haben uns. Na also. Und seit wann wird fürs Personal solche eine Extrawürst braten? Die Gitte ist kein Personal. Für die habe ich andere Pläne. Ich finde, jeder soll kram. So wie früher. Ja, freilich. Früher war ja sowieso alles besser. Ja, etwa nicht. Die ganze Nacht durcharbeiten ohne Sinn und Verstand, das ist menschenverachtend. Jantra Jemi. Knobi Fado. Hasta la vista, Kiki. Lätschupene, Kaka. Ja, ich seh's ja selber, dass nix voran geht. Hum! Ja, hum. Halt! Wo willst denn du hin? Ich muss zu meinem Asylantrag. Bist du einfach noch nicht fertig? Für was hockst denn jede freie Minute über dem Zeug? Bin schon fertig. Muss bloß noch einmal drüber schauen. Hat man von meiner Oma Burgl eigentlich schon was gehört? Wie lange sucht denn unser Hochglanzengel noch nach ihr? Auf die da oben darf ich mich an deiner Stelle nicht verlassen. Ja, aber so einen brachialen Durst, glaubst du das? Nein, dann gib's ihm halt eine halbe in Gottes Namen. Wenn eine Hitze hat, das hält der keine Sau nicht aus. 2 Grad, 36 Grad. Ich hab's euch gesagt, entweder es pariert oder es hat Konsequenzen. Greislich. Da, das ist der neue vegane Kraftbrei. Ab sofort gibt's bloß nur den. Zur Steigerung von Effektivität und Power. Wacholder, im Materiallager steht eine ganze Kiste. Du rührst jetzt an jeden eine Schüssel voll an. Boah, super. So, geh her. Heb ab. Was? Heb wenigstens ab, wenn du schon nicht Karten spielen kannst. In einer Woche steigt das Finale im Berchtesgaden. Ja. Ich muss zu meinem Asylantrag. Da schau her. Jetzt ist ja nicht doch was da in Sachen brave Großmutter. Eine Unverschämtheit ist das. Der Fahrstuhl ist lebensgefährlich. Mit sowas der Hauden kann doch mein armer, braver Wickerl nicht auffahren. Aber Frau Kramschatzer, jetzt müssen wir doch erst einmal schauen, ob Ihr Enkelsohn überhaupt... Ja, mein Bube! Oma Burgl! Ja, sag einmal! Du bist ja ganz schön dick geworden. Wie schaust denn du überhaupt aus? Sofort kommst mit einer in den Fahrstuhl. Ja, halt. So haben wir ja nicht gewählt. Was war jetzt das für ein Geschäftler? Madame, ich bin der Chef. Ach, haben wir schon den Verbrecher? Was fällt denn dir ein, meinen armen, braven Wickel einzusperren? Halt auf! Oh! Spinnst du? Also bitte! Sie hat ja angefangen. Also, na. Also, rein formal, geht's jetzt da drum, dass die Frau Kramschatzer dem Herrn ja, Kramschatzer... Ja, ich weiß schon. Ja. Also, der Wickel
war Allarbeiter, Allarbraver. Im Kindergarten, in der Schule, in der Arbeit, nix wie aufsteh, brav sei, arbeiten ins Bett geh. Aufsteh, brav sei, arbeiten ins Bett geh. Ja, aufsteh, Oma, brav sei. Jetzt klangt schon. Na, was anderes hast doch du nie im Sinn gehabt, oder? Ja, stimmt schon. Siehst du das? Und da stellt sich mir doch ganz frappant die Frage, wie kommt jetzt so ein braver Mut zu dir aber in die ewige Verdammnis? Vielleicht, weil du ein Peppi damals Hausaufgabe hast abschreiben lassen. Aha. Ja, aber das ist ja damals schon rausgekommen. Und ihr habt euch beim Schnierwalzer entschuldigt. Genau. Bei wem entschuldigt? Schnierwalzer, das war der Rektor damals von der Grundschule. Ah ja. Ah ja, ihr habt ja nichts dafür können, dass der so kleinlich war, dass er euch hat nachsitzen lassen. Eben. Ja. Schuhsohlen hättest du ihm ja nicht gleich mit dem Superkleber einschmieren brauchen. Aber wer hätte denn auch gedacht, dass der so dermaßen die Treppen vom zweiten Stock runterrauscht? Ja, wer hätte das auch gedacht, gell? Naja, also ganz in Ordnung war das ja nicht. Aber sonst hat sie mein Wickel partout nichts schulden kommen lassen. Gell, mein Muckibutzi? Ja, Oma, schon. Der Strafzettel, wie du damals den Hund in der Fußgängerzone überradelt hast, den haben wir ja miteinander gezahlt. Und die Watschen, die du dem Frenkel gegeben hast, wie er das Majandl hat ausspannen wollen, die hat ihm auch gehört. Oma, ich glaube, es ist jetzt besser. Nicht schon wieder die vorlaute Art. Die ist mir damals schon gegen den Strich gegangen. Also, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn ihm was nicht ausgeht, nachher wird der unleidlich. Dann verliert der jeden Respekt. Sogar vor seiner braven Oma, gell? Aber das werden wir schon auch noch in den Griff kriegen, mein liebes Schnucki. So, und jetzt packen wir's. Bitte, also, Moment einmal. Ach, so geht's ja wohl überhaupt nicht. Was ist denn los? Ja, Frau Kramschatzer, da müssen wir uns tatsächlich noch einmal ein paar Gedanken machen. Über was? Na, in Sachen Asyl und tadellosen Lebenslauf, also wenn ihr mir das ja, langt das jetzt selber noch nicht. Doch, Oma, das klangt schon. Du gehst jetzt mit dem Herrn Raphael am besten wieder rein da in deinen Fahrstuhl. Ja, sag einmal, freust du dich überhaupt nicht, dass ich da runtergekommen bin in den Saustall? Doch, Oma, das war ganz prima. Hör du nicht mit so einem falschen Ton wie zu einem alten Weih. Also glaubst du das? Es drei Hans Wursten könnt's mir gleich an Schuhe aufblasen. Auf geht's, Engel, wir fahren! Ja, und die Formulare schickt's mir dann mit der Hauspost, gell? Ja, ist recht, alles weitere schriftlich. Mhm. Vierte, Oma. Ja, ist schon recht, vierte. Und Abfahrt! So. Das Thema Asyl hat sie offensichtlich erledigt. Da schau her. Das hätte mir ja gar nicht gedacht, dass du einmal so ein wilder Hund gewesen bist. Kitty, wo kommst denn du her? Mei, ich hab mal gedacht, bevor es mir zu frisch wird in meiner klimatisierten Wellness-Suite, schau ich mal wieder vorbei bei die Arbeiter. Das darf ja nicht wahr sein. Und wir müssen zwischen die gestingerten und schnarcherten Verbrecher in die Stockbetten schlafen. Genau. Und jetzt wird der Kraftbrei gegessen. Weil wir es ausschauen, ist eure Zukunft da herunter ja weitestgehend gesichert. Er ist ja nie mit mir im Wellness gefahren, also braucht er jetzt auch keinen Whirlpool und kein Eisduschen. Apropos Eisduschen. Lucifer, kannst du vielleicht einmal nach dem Rechten schauen? Irgendwas stimmt an dem Ablauf nicht. Soll denn aber Rollerhelfer? Ja, na super! Schon um die Tropical-Dusche hat sich Chorschwein kümmert. Da kannst du jetzt ausnahmsweise einmal selber nach dem Rechten schauen. Frau Holder, auf geht's! Wir schauen einmal nach der Eisdusche. Geht doch. Udo, shitty Mampf. Grimmst du, panimmst du rein, Wacholder. Aufessen. Die ganze Schüssel, sonst gibt's Ärger. Wir sind gleich wieder da. Gell, Brigitte. Finger weg. Aua. Boah, das kann doch kein Mensch essen. Nützt nix. Wir müssen's runterwürgeln. Ja, was wollen Sie denn noch da? Geheime Mission. Da, hab's mal oben mitgeben, für die. Ein Obstler? Ja, auf unserem Bayern in der Unterwelt. Soll ich abliefern, mit lieben Grüßen von der Hesi. Von wem?
von der himmlischen Schnapsbrennerinnung. Das ist aber nett. Unseren Bayern in der Unterwelt. Sorry, hat diesmal ein wenig länger gedauert. Wünschen trotzdem wieder viel Vergnügen, hä? Ja, ist der am Ende gar nicht für dich? Ja, doch, doch. Natürlich ist der. Ja, aber übertreibt's mir's für nicht, gell? Klangt mir schon, dass im Himmel die ganze Zeit geschnapselt wird. Okay, ehrlich, hä? Ja, freilich, was denkst denn du? Aber jetzt hat seine Obrigkeit erst einmal alles in die himmlische Vorratskammer verräumen lassen. Also Schnaps, Likör, Starkbier, im Prinzip alles, was unter Völlereiverdacht steht. Aber zu essen und trinken gibt's ja immer noch mehr als wir nur da oben. Klingt gut, hä? Eine himmlische Vorratskammer? Allerdings. Herr Raphael, nur mal in Sachen Asyl. Kannten Sie da nicht irgendwas? Ich bin bloß der Sendgraf, gell? Aber ich sag's Ihnen ganz ehrlich, gut schaut's nicht aus. Hey, kann ich Sie dann noch um was anderes bitten? Kommt drauf an. Das ist aber nicht die Regel. Und gern bin ich auch nicht draußen bei den Lebendigen. Es war mir aber hilf am Ende, wenn gar nichts mehr hilft. Und was ist da drin in dem Kasterl? Nichts Besonderes. Es müsste bei uns in der Diele im Kruschkammer sein. So ein kleines, braunes Kasterl aus Holz. Ja, also gut, ich kann noch mal schauen. Danke, gerne. Ja, ja, passt schon. Ein schöner Gruß an Hisi. Ne? Wir werden die Flaschen in Ehren halten. Ne? Ja, ja, ist schon recht. Also, Gott zum Gruße, gell? Oh, du, ein Obstler. Habe ich seit 40 Jahren keinen mehr getrunken. Sag mal, wer den wohl bestellt hat? Hey, was riecht denn da so gut? Keine Ahnung. Jetzt schwören können, das riecht noch am Obstler. Obstler? Da herunten? Kannte man nicht vorstellen. Probleme? Nein, passt alles. Und, geht da wieder der Ablauf von der Eisdusche? Der Wacholder wird schon richten. Luzifer! Jetzt spinnt der Föhn auch noch. Geht in dem Saftladen vielleicht einmal irgendwas? Du bist der Chef. Hm? Geht ihm? Ich hab als Herrscher der Unterwelt wirklich was Besseres zum tun, als mich um einen Föhn zu kümmern. Ich glaube, ich spinn. Geht die, ich muss das ist um ja gleich noch schlimmer als bei uns daheim. Okay. Du misch dich nicht ein, du hast ja gleich gar nichts gerissen. Ja, wunderbar. Tja, nix wunderbar. Wie soll ich mich denn herrichten ohne Föhn? Du schaust ja aus wie ein Krautscheicher. Gute Frau, ich kann mich drum kümmern, ich war früher Hausmeister. Warum sagst du es dann nicht gleich? Ja, weil das nicht so leicht ist, da herum zu Wort zu kommen. Also bitte. Und Abmarsch. Ach, und der liebe Herr Teufel macht mal wieder die Hände nicht dreckig, oder? Doch, freilich komm ich mit. Na also. Und du isst dein Brei? Das hast du jetzt davon. Wer hätte denn gedacht, dass einmal in der Hölle jeder Wunsch erfüllt wird? Sag mal, Gitti, merkst du das nicht? Die zwei führen was im Schilde. Könnte es sein, dass du eifersüchtig bist? Warum sollte jetzt da eifersüchtig sein? Aber süß, da war er doch einmal eifersüchtig. Gitti, jetzt sei doch nicht so naiv. Die zwei Teufel, die wollen in den Bayerischen Landtag. Seit wann kann ein Teufel für ein politisches Amt kandidieren? Doch nicht legal, die zwei, sind durch bis ins Maximilianeum. Du, von der Politik verstehe ich nicht so viel und das interessiert mich jetzt auch genauso viel wie Fußball. Nämlich gar nicht. Ich bin jetzt auf Wellness. Ich suche jetzt so ein kleines Flascherl. Vielleicht so groß. Ein Flascherl? Was war da drin? Keine Ahnung. Ich hab's auch nicht gesehen. Ja. Na, wir denn auch. Genau, wir denn auch. Herr Friedrich, wollen Sie sich nicht ein bisschen zu uns herhocken? Ja, freilich, so weit kam's gerade noch. Der Föhn ist hinüber. Rumstig! Ja, und das mit dem Ablauf, das wäre eine größere Geschichte. Ich soll mich darum kümmern, Herr Friedrich, und bin bis aufs Weitere von allen Tunnelarbeiten befreit. Ja, sauber, soll ich dann eine Lohr weiterkommen? Ja, Spinni, du bleibst da und kraft gefälligst. Aber der Luzifer. Ach, der Luzifer. Seine ganz neue Sitten. Wegen einem Weibspiel darf mir der alles auf den Kopf stellen. Du bleibst da und du, komm mal her zu mir. Ja, dann bleibe ich halt da. Hm? Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, der Alte braucht neuerdings sein Eigensüppel.
Der ist durch mit den Nerven. Nein, ich trau dem nicht. Ich darf so gern noch einmal den Plan von dem Tunnel bei Eis hängen. Wenn ich mich recht erinnere, hat's den Knick, den wir heute in der Früh eingeschlagen haben, in den Plan vom Luzifer letzte Woche nicht gegeben. Es geht auch viel steiler nach oben und partout nicht mehr Richtung Landtag. Aha. Ich war Hauptsekretär im Vermessungsamt, da macht mir so leicht keiner was vor. Warum bist du eigentlich da herunter? Ich war Hausmeister bei einer Versicherungsgesellschaft, ja, aber die haben ja alle Leute einfach betrogen, beschissen, ne? Und wie sie mir gekündigt haben, dann habe ich ihnen noch schnell einen Tresor ausgerammt. Sauber, das kannst du. Ja, Übung macht den Meister. Aber dann haben sie mich erwischt und was das Geld war ja für einen guten Zweck gewesen, aber das hat hinterher nicht Zeit und jetzt muss ich da herunterbissen. Weißt du was? Wenn wir den Tunnel umleiten könnten, wenn wir gar nicht bis auf Minga eingraben müssen. Wir wollten den Tunnel umleiten. Wohin? Ja, außer auf direktem und kürzesten Weg. Nach Berchtesgaden zum Beispiel. Mein Gott, du mit deinem Fußball, glaubst du? Alfons, das ist nicht irgendwo ein Fußball, das ist der Hauptmann Cup. Hey, wenn der so wichtig war. Ha? Zumindest ist der Grund, dass man sich da herund nicht aufgibt. Ja? Uns vom Vermessungsamt halten ja alle für die Allerletzten. Aha. Aber die Damen und Herren vom Finanzamt, ja, vor denen hat ja jeder Respekt. Aber jetzt können wir es zum ersten Mal packen. Schaff du, der Klubsch! Ja, ist schon geil, bin schon vor. Der Plan gilt eigentlich gar nicht so. Ja, was ist das? Die geht ja dann Haufen Arbeit für euch. Martin Iko. Ja, der Vater hat gesagt, wir sollen lieber graben, als wir Hausmeistern. Ja, da geht's zu, aber morgen wird wieder kommen. Ja, sowieso. Stell dir vor, die Gitti hat Ideen. Ja, allerdings, das glaube ich. Zum Beispiel, dass wir ein Punktesystem einführen. Und wenn die Arbeiter im Tunnel das Pensum nicht schaffen, gibt's Punktabzug. Und am nächsten Tag wird so lang gromm, bis wir wieder im Soll sind. Boah. Hast du an die Kameras was verstellt? Na, wieso? Ja, das Buddel wird immer schlechter. Ich glaube, da muss ich mir noch mal rechten schauen. Und? Ich überlege, ob ich für den Tunnel nicht einen Mega-Hype abstelle. Was sagst du? Was soll das sein? Oh, Papa, du lebst ja wirklich hinterm Mond. Ein Mega-Hyper von Hypersniper. Das musst du dir vorstellen wie einen riesengroßen Bohrer. Der fräst sie durch alles. Da. Ja, Spinne. Seit 300 Jahren graben wir mit Pickel und Schaufel. Ehrenhaft. Meter für Meter. Bohrisch, verstehst? Auf einmal war das nichts mehr wert. Wieso denn nichts mehr wert? Ich will nicht, dass du mit deinem Megabohrer in meinem Tunnel umeinander grabst. Verstehst du? Ja, was heißt denn dort dein Tunnel? Das ist unser Tunnel. Nein, das ist mein Tunnel. Das war Albert, das bleibt er bis zum Schluss. Rambazamba! Gut, ich überleg mir das mit dem Mega-Hyper nochmal. Das wird doch gut sein. Sonst bist du die längste Zeit Chef gewesen, da herund. So, jetzt sind wir soweit. Jetzt habe ich wegen dir meinen ganzen Theaterblitz verschossen. Im Lager stehen zwei neue Kisten. Okay. Habe ich bestellt für dich. Bestellt. Bestellt. Nichts wie Geld ausgeben, nicht? Hast du deinen Preis schon gegessen? Sowieso. Na, dann bin ich gespannt, ob du morgen mehr ausrichst. Ich sag bloß, Punktesystem. Hast du einen Luzifer gesehen? Sag einmal, was freut denn dir ein, dass du jetzt auch noch Vorschläge machst, wie wir uns drangsalieren können? Ach, hat das euch schon verzeiht? Allerdings, Gitti, du wirst doch nicht ernsthaft am Teufel auf den Leim gehen. Bis jetzt ist mein schon nie gewesen. Und siehst du ja, wie er sich fast an Haxen ausreißt für mich. Und eine Frau möchte halt auch mal verwöhnt werden, aber das ist dir ja nein. Das nimmt kein gutes End da herund. Wir müssen wieder raus. Was hätte ich denn davon? Der Conny, ihre Kurti, fährt mit ihrer dreimal im Jahr ins Wellness. Und ich schaue, seit ich verheiratet bin, mit einem Overall ins Gebirg. Gitti, wenn wir draußen sind, kriegst du so viel Wellness, dass dir zu die Ohren wieder rauskommt. Ich will aber nicht wieder aussehen. Und mit dir schon gar nicht. Und jetzt lassen wir mal Ruhe. Luzifer? Was ist jetzt mit der Gitti? Braucht sie jetzt den Locken? Wickler oder nicht? Was ist mit dir los? Alfons, ich sieg mir nicht mehr aus. Wie das? Meine Frau ist komplett am Teufel verfallen.
Die wollen mit mir nichts mehr zum Tor haben. Na ja, du hast das schon auch nicht verwöhnt, ne? Mit deinem damaligen Fußball. Ja, das kann schon sein, aber es gehören immer zwei dazu zum Auseinanderleben. Okay. Lass den Kopf nicht hängen. Du hast ja mich. Was ist denn das wirklich geil? Für unser Rendezvous heute auf Nacht. Flink, flink, Madame. Und was schaust du jetzt so komisch? Ich üb schon ein wenig. Für die Teufelsschlucht. Oh, du, es ist so weit hinter in Teufelsschlucht. Aber es lohnt sich, Gitti. Einmal in der Teufelsschlucht und du bist eine von uns. Können wir nicht woanders essen? Ja, wo denn? Da zum Beispiel. Vorm Büro. Ich find's doch recht romantisch. Okay, Gitti. Hab ich nicht klar und deutlich gesagt, dass ich da essen will? Schon, aber... Schluss, aus! Um 8 Uhr gibt's Essen da vorm Büro und sonst nirgends. Haben wir uns? Ja, wir haben uns. Na also. Ist der Luzifer noch gar nicht da? Dumm, die Buffette. Wie bitte? Cremento nummer leuchti. Oh. Oh, schau, es geht ja doch ganz romantisch. Das Essen wird ja dann nur angeliefert, oder? Was gibt's denn halt Leckeres? Was ist das bitte? Sushimi, Sashimi, Nikimimi. Und das ist alles? Da wird ja kein Mensch nicht satt. Exklusiv und leicht bekömmlich. Wacholder, danke. Schufte man Günther. Geh zu jetzt. Vegetarisches Sushi und Tomatensaft. Wir zwei haben halt noch was anderes vor, wir essen, wenn ich mir nicht täusch. Mein edles Fräulein. Ach so, was denn? Na, holde Maid. Langsam, langsam, langsam. Oh, wie raffiniert. Ihr wisst, wie man ein Stelldichein zur Steigerung der Ungeduld mit heißen Spielchen würzt. Ich glaub, du stellst dich jetzt lieber mal auf ein bisschen mehr Abstand ein. Je entfernter ich euch bin, desto mehr zieht es mich hin. Hoppala. Du, so haben wir vernäht gewählt. Herrlich. Vielleicht schafft ihr es mit eurer Widerborstigkeit in Kürze gar zur Herrscherin an der Seite des jungen Höllenlords. Ah ja? Ein bisschen mehr müsste dafür aber schon geschehen. Zum Beispiel? Könntet ihr noch ein wenig mehr Strenge walten lassen? Doch, doch. Ach, spinnst du? Euer süßer Belzebub wird euch sehr wohl zu zwingen wissen. Ach, mir zwingt gar keiner. Halt's Unverschämtheit! Hotzblitz, Gitti! Du Luder! Kannst ruhig eure dunkle Durchlaucht zu mir sagen. Ich werd das Gefühl nicht los. Eure dunkle Durchlaucht. Dass ihr einen Mordstrumpfvogel habt. Gitti! Du geile Zwiderwurst! Ich hätte gleich Zwiderwurst! Aua! Du blöde Gans! Das wird ein Nachspiel haben. Das darfst du mal glauben. Kim, Alfons, das ist unsere Chance.
Wir müssen an die Pläne von dem Alten. Ohne die geht's nicht. Aber du, wenn sie uns erwischen, dann gibt's nur mehr Überstunden. Wenn ich den Tunnel umleiten soll, dann muss ich genau wissen, wo wir sind. Komm. Ja, gut. Ich habe schon über 50 Jahre keinen Tresor mehr geknackt. Ich weiß nicht, ob ich das noch drauf hab. Haben wir schon, ja. Ja, super. Also, schauen wir, ob ein Feuerzeug irgendwo ist. Ja, gut, schau. Da sind sie am Alten, seine Theaterblitz. Oh, das ist ja Wahnsinn. Verstehst du, einen Mast und Durst, du musst aber ständig dieses Fass losschauen. Jetzt komm, tu die um. Ja, das muss ich machen. Hilf mir. Ja. Au. So, jetzt. So, also, pass auf. Halt noch schön. Ja, Feuerzeug geht. Also, ab in Deckung. Deckung. Achtung. Und. Oh. Und? Hat's geklappt? Geschafft. Jawohl. Das Fassel ist leer. Das ist sauer. Stell dir vor, der Friedrich, der Sackerer, der hat das 500-Liter-Fassel ganz allein, still und heimlich ausgesucht. Hilf uns, lass das Bier und komm her. Ja. Wir haben endlich den Plan von Friedrich. Ach, das ist traurig. So, pass mal auf. Oh. Also, wenn das der Plan ist, nachdem wir kommen, dann haben alle irgendwie den Überblick verloren. Was? Da steht's. Ja, pfeil grad. Der Tunnel führt hint auf, schnurstracks ins himmlische Elysium. Oh. Der alte backert den Himmel an. Was tut der? Ja, der kommt sich freiweg in den Himmel rein und hat genauer gesagt, in die himmlische Vorratskammer. Oh, zu dem Eiswirt und im Bierkeller. Ja, freiweg. Also das hätte ich auch nicht gemeint, dass der Himmel und die Hölle in Bayern so nah beieinander sind. Das ist keine leichte Entscheidung. Weißwürst im Himmel oder Fußball im Berchtesgaden? Das ist jetzt die Frage. Herrschaftszeiten ist es eine komplizierte Sache mit deren Megafräsen. Die Maschine kostet ein Vermögen, aber eine Übersetzung von der Bedienungsanleitung haben sie mir wieder gespart. Ich bin strikt gegen das drum, was das Platz braucht. Der Vater, hat doch eine passt in unseren Tunnel. 10 Mann konnten da kommen, wenn der in Hyperhyper da nicht in der Gegend rumstehen darf. Megahyper. Was bist denn halt so hippelig? Hippelig? Ich? Ja, hippelig. Ich bin noch nicht hippelig. Sind aber dann noch nicht zurück. Kommen schon. Grüß euch. 7 Meter Kram am neuen Tag. Oh, das ist die reinste Höllenqual. Wo ist denn der Kraftbrei? Du, uns geben Futti Futti. Sagt's mal. Teilst du mich oder macht euch das Kram neuerdings nichts mehr aus? Doch, nur Minengo! Was macht denn der Megabohrer da im Tunnel? Wir werden doch wohl nicht wegrationalisiert. Das geht euch nichts an. Gell, Papa? Richtig, es geht überhaupt nichts. Irgendwen, irgendwas, was an. Wacholder, auf geht's. Monty, wenn ich retto, au. Herr Friedrich? Darf ich Sie was fragen? Was denn? Wenn wir da halt in dem Tunnel, also in dem Tunnel, der wo nirgendwo hinführt, wenn wir da auf so eine Betonwand gestoßen waren, so eine massive Betonwand, kann das sein, dass da was anders dahinter sein kann, als wie das nichts, das sonst dahinter sein soll? Ich weiß nicht, von was du redest. Auf jeden Fall. Kein Wort zu niemand. Sonst gibt's uns doch. Habt's mich? Da, schau her, jetzt wird er gangig. Alfons, wir sind am Ziel. Heute ist die Nacht der Nächte. Ja, aber wie sollen wir durch die Stahlbetonwand kommen? Na, ich hab da schon so eine Idee. Pass auf, es hat alles gestimmt, wie auf dem Plan von Friedrich eingezeichnet war. Hinter der Betonwand geht's links auf ins himmlische Elysium, genau in die Vorratskammer rein. Und die alte Stahltür auf der rechten Seite, hast du wo die hingekannt? Ja. Da muss ein langer Weg ins Freie führen, direkt rein ins Salzbergwerk Berchtesgaden.
Am Ende kam er die noch rechtzeitig zum Anstoß vom Hopeman Cup. Da waren wir in der ewigen Herrlichkeit ein schönes Weißbier und ein Stück oder fünf Weißwürst schon lieber. Ja, apropos Herrlichkeit, von unserem Herrn Erdengel haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. Aber hast du das himmlische Asyl auch noch nicht aufgegeben? Ach, vergiss das Asyl. Und eine Pistolen hätte ihn geschickt. Was? Eine Pistolen? Ja, Schreckschuss, Pistolen. Aber wenn gar nichts mehr hilft, kannst du uns die gute Dienste erweisen. In etwa wird's ausschauen am Day Zero, wenn ich mich mit dem Mega-Hyper durch den Berg fräs. Yin lebe tiefer Nazi! Und dann brich ich einen in bayerischen. Was macht's denn hier da? Nix Besonderes. Ja, ab jetzt wird eigentlich versetzt was. Ja. Ja, aber schleunigst. Ja, ich bin ja schon fort. So, und jetzt Schichtwechsel. Na? Wo bleibt denn unsere neue Mitarbeiterin? Wärst du schon nur der Wartenkinder? Gitti, du wärst du jetzt nicht auch noch gramm. Wenn dir da wohl nichts anderes übrig bleiben. Sie kriegt einen ganz eigenen Stollen, wo man sich als Frau mit zu viel überschüssiger Energie endlos austoben kann. So was nennt man wohl Karriereknick. Haha, lieber gehe ich 100 Jahre schaufeln, als mit dir nur mal einen Abend zum Verbringen. Genau. Und drum schauen wir uns mir drei jetzt mal die Baustelle an. Die Kameras sind in letzter Zeit überhaupt nichts mehr zu erkennen, so staubig wie die sind. Moment. Kümmertest du um die chinesische Bedienungsanleitung? Vielleicht brauchen wir den Hyper-Hyper früher, wie man denkt. Mega-Hyper. Aus dir soll der Teufel schlau werden, jetzt war der mir doch wieder recht. Ja, und der Tunnel ist fürs erste Tabu. Wie das? Der ist massiv einsturzgefährdet. Wie bitte? Einsturzgefährdet? Dann brauche ich nicht kommen. Auf keinen Fall, du hast heute frei. Frei? Ja, heute ist Ruhetag, Feierabend. Für die dahinter. Hui, Leitschi finito. Finito. Ja, sind laberte kapufte. Also jetzt frage ich mich langsam schon, wer da herunter Chef ist. Wo hast denn du den Plan von der Fräsen? Draußen liegt's. Na also, ich schau mir zwei uns jetzt mal genau an. Wir zwei? Mir zwar. Das sind ja ganz neidans. Jetzt red nicht lang, Kim. Du Loser! Das klingt ja nicht sehr freundlich zwischen euch. Der ist ja gleich nur ein aggressiver Depp wie du. Oh, danke. Sag mal, merkst du das nicht, dass wir alle miteinander im Schlamassel stecken? War mir gar nicht aufgefallen. Pass auf. Der Grünbier und ich, wir haben heute im Tunnel, sind wir so auf einen harten Widerstand gestoßen, so eine Betonwand. Eine Betonwand? Ja, und wenn wir da durch sind, sind wir frei. Aber mit Schaufel und Bicke haben wir da keine Chance, wir brauchen was Größeres. Ich weiß auch schon was. Aber dafür müssen wir zusammenhalten. Zusammenhalten? Wir zwei? Ja, freilich. Ja, und was war er dann hinter der Betonwand? Also pass auf, der Luzifer glaubt, der bayerische Landtag. Aber der Friedrich hat den Tunnel umgeleitet, nein, ins Paradies. Genauer gesagt, in die himmlische Vorratskammer. In die himmlische Vorratskammer. Ja, und das dauert nicht mehr lang. Und der Luzifer gespannt, dass wir so knapp vom Ziel sind. Und dann ist unsere Chance vorbei, auf immer und ewig. Ja, das klingt alles sehr logisch. Aus der Hölle schnurstracks ins Paradies. Es gab halt auch noch einen zweiten Gang, raus ins Freie. Zurück in unser altes Leben, nach Berchtesgaden. Nach Berchtesgaden? Ja, zum Hopeman Cup. Na, super. Da grabe ich schon lieber 100 Jahre sinnlos durch die Pampa, bevor ich dir rufe, dass du deinem Fußball kommst. Aber Kitty! Hä? Madame et Monsieur, seien wieder am Türteln. Also ich frag mich, wer von euch zwei den größeren Patscher hat. Madame Kitty, können wir künftig die Schuhe aufblasen? Mit Plaisir, der Herr, mit allergrößtem Plaisir. Der Fahrstuhl. So, Gott zum Gruße. Da ist er ja schon, mein braver Wickel. Und sein liebe Gitti. Mei, ist das schön, dass ihr wieder beieinander seid.
Geht's euch gut? Ja, bestens. Ja, ist ja auch kein Wunder, dass ihr nicht so gut drauf seid. Aber keine Sorg, die Oma Burgl und ihr schnuckligs Engel wissen immer Rat. Gell, Raffi? Außer mit den Formularen. Sehr gern. Eha, wie schaust denn du aus? Ja, mei. Wie ein Mann von Welt. Da kennst du mich nicht, hä? Na, bravo. Also, zuerst einmal ein Zwischenbescheid von der Fachabteilung Jugendsünden. Die druckerten da auch zu, bräucherten aber noch ein paar genauere Angaben. Herr Raphael, nichts für ungut, aber meine Sache hat sie erledigt. Wie jetzt erledigt? Ich brauch keine Formulare, ich brauch das Kasterl. Ach so, ja. Oh na, das ist ja nicht mein Pistolen. Pistolen? Psst. Das ist ein Schmuckkasterl von meiner Frau. Na, eingeschaut hab ich nicht, Entschuldigung. Was ist denn das? Nix. Ist das jetzt das falsche Kasterl oder was? Ja. Oh. Na. Was? Passt schon. Geh, du bist ja völlig runter mit den Nerven. Was macht ihr denn mit meinem armen lieben Wicker? Oma, geh mir nicht auf den Geist. Wie bitte? Oma, ich bin nicht so brav, wie du glaubst. Okay, du bist doch der Allerbrave. Na, bin ich nicht. Wer glaubst denn, du hat dem Opa Selmas allebei die Zähne versteckt, hä? Du? Genau. Und wenn's Taschengeld nicht gelangt hat, dann hab ich das Leergut vom Lindnerbräu hinterm Hof Krampfit und vorne im Getränkemarkt wieder abgegeben. Ausgeschampt! Na, einfallsreich. Und der Tante Fanny ihren Nusslikör hab ich auf der Jessie ihrer Kommunion auch restlos allor ausgesuffert. Ja, pfui Teufel! Ja, da wärst du nicht drauf gekommen, gell? Und dass ich das war, der in besagter Nacht mit dem Pfarrer Miethammer sein Auto schwarz gefahren ist, da wärst du genauso wenig drauf gekommen. Ah, nachher hast du ihm die Dellen reingefahren. Sowieso. Und deswegen und wegen hunderterlei weiterer Schandtaten mache ich mir überhaupt keine Hoffnung mehr auf dieses umständliche Asyl. Herr Raphael, schauen Sie, da haben Sie einen Papierkram, nichts für ungut, aber im Ludwig Wickerl-Kram, Schatz, er ist Hopfen und Malz verloren. Also sowas. Hast du das gewusst? Na, wirklich nicht. Also unter den Umständen können wir eigentlich gleich wieder fahren. Hätten wir uns den ganzen Stress sparen können. Und ich, Depp, kriech oben in fremde Wohnungen umeinander. Ehrlich. So was Undankbares. Ich sag bloß, Abflug. Und ich sag bloß, au revoir. Ach, gesteigt's mir doch alle am Hut, ehrlich. Und ihr zwei könnt jetzt mein Gefährt ausstaffieren. Und zwar Dalli. Ich hab gar nicht gewusst, dass du einmal so ein Abenteurer warst. Ja, so kommen sie täuschen in einem Menschen. Hätte dir gar nicht zutraut. Ja, kriegst du das? Wie war das mit der Mauer? Du meinst die Betonwand? Ja, genau. Naja, die ist geschätzte 3 Meter dick und dahinter kannst du es dir aussuchen. Entweder Himmel mit ewigen Verlocken oder Gang ins Freie. Nach Berchtesgaden? Ja, Berchtesgaden, aber das kommt ja für die nicht in Frage. Wer sagt das? Ja, also am Ende. Was traust schon besser, als wir mit mir die restliche Zeit von der Ewigkeit auf der Wolken Nummer 7 zum Hocker? Oder zusammen mit dem Grünbär in der himmlischen Vorratskammer, bis einen von euch zwei zerreißt vor lauter Weißwurst und Bayerischcreme? Da war mir das mit der Wolke Nummer 7 schon lieber. Was? Also das mit dir und am Himmel. Echt? Ja, warum nicht, dass so ein Abenteurer wie du plötzlich bist? Kitty. Apropos Abenteuer, du musst dich nochmal mit dem Luzifer treffen. Sonst kämen wir nie raus, egal wohin. Was muss ich? Ja, du musst an die Bedienungsanleitung von dem Mega-Hyper kommen. Sonst kämen wir nie durch die Wand durch. Da vergiss es, ich will weg von dem und nicht nochmal zurück. Du musst ihm die Anleitung tätschen und diese komische Brühe und die Fernbedienung auch. Allzu früh ist aber noch nicht passiert mit meinem Triumphwagerl. Das wird schon noch. Er hat halt partout keine Hand dafür solche Sachen. Ja, das sehe ich. Und was war, wenn er geht? Dann waren wir zwar mal wieder nur mit deinem Schienenwagerl. Na, von mir aus. Zuerst ich halt Schleicher. Ja gut, dann sehen wir uns morgen erst wieder. Ja? Wenn's gewiss ist. Ja. Sag einmal, kommt mir das nur so vor, oder? Seid ihr zwei wieder gut? Mir zwei? Das steift. Was hast denn du da?
Nix. Es ist die Anleitung für den Megabohrer. Was weißt du von meinem Megabohrer? Nix. Aber ich hab mir gedacht, ich kann's mir mal anschauen, die Anleitung. Auf Kornfall? Ich hab ein Handteil fürs Technische. Ja. Du, das mit unserem Rendezvous letztens ist ein bisschen blöd gelaufen, ha? Allerdings. Ich weiß echt nicht, was da in mich gefahren ist. Vielleicht war es die Aufregung. Macht nix. Mir ist die ständige Esserei mit dir eh schon auf den Geist gegangen, da. Auf eine Woche habe ich satt die 4 Pfund zugelegt. Ach, gell? Gab es ja auch durchaus die Möglichkeit, das wieder abzumtrainieren. Wie meinst du das? Kannst du da nix vorstellen drunter? Na? Ja, Seitenhieb, wie blöd bist denn du? Zuerst konntest du es nicht erwarten, dass du mit mir in die Teufelsschlucht kommst. Und jetzt tust du so, als wäre nichts gewesen. Dann lass das halt bleiben, du Schlappschwanz. Ja, schau, oh, schau, oh. Da ist er ja, der alte Pfeffer. Ja, freilich, Herrschaft Seiten. Schee. Gell? Aber ich fürchte, ich hab keine Zeit mehr für sowas. Ich hab für heute auf Nacht schon andere Pläne. Ach, komm schon. Eine halbe Stunde wird doch drin sein. Es muss ja nicht in der Teufelsschlucht sein. Wir können uns ja wieder bei der Bank treffen. Na, von mir aus. Aber zeig der Fall was Gescheites an, gell? Kann Zeit, dass es was zum Feiern gibt. An mir soll es nicht scheitern. Na dann, um 8 Uhr vorm Büro. Ich freue mich. Schauen wir mal. Das war vielleicht eine schwache Geburt. Und was ist, wenn's schief geht? Das finde ich auch. So richtig durchplant ist das Ganze nicht. Das ist ganz einfach. Wir müssen an den Schlüssel zu seinem Tresor. Und dann kommen wir an die Bedienungsanleitung und an die Fernbedienung vom Mega-Hyper. Ein Riesenschmarrn ist das. Ich spüre doch, dass das schief geht. Ein bisschen mehr Optimismus, bitteschön. Schlimmer als die letzten 2 Wochen kann es auch nicht sein. Ja, doch, doch. Denen fällt schon wieder was ein, glaub mir. Sag mal, isst du nicht ein bisschen viel Kraftbrei? Viel, hilft viel. Mich dauern. Nein, mir ist der Appetit vergangen. Fassen wir noch mal zusammen. Du stehst auf der rechten Seite Schmiere. Ich bin auf der linken Seite. Du stibitzt ihm im Liebesrausch unauffällig die Schlüsselkarten. Dann zünden wir den Mega-Hyper und brechen durch. Und dann ist der Weg frei für uns alle drei. Klingt ein bisschen nach James Bond. Aha. Das ist James Bond. Aber es ist unsere einzige Chance. Und du musst schauen, dass du ihm die Elektroschocker abnimmst. Weil sonst haut er uns auf den Finger, dass der Rauch aufsteigt. Ich hoffe, ich denke dran. Ja. Gut schaust du aus in deinem Dirndl. Findest. Ja, schon. Und wenn der Wacholder kommt, dann haust du ihm die da über den Schädel. Ja, ja, oh, eh, klar. Ich glaub, kommt wer. Ole! Andalus, ja, Andalus! Schick, schick der hier. Rassig. Okay. Wollen wir uns nicht erst einmal ein bisschen setzen? Setzen? Warum? hört ihr das? Hört ihr was? Hört ihr nicht, wie es knistert? Was knistert? Na, zwischen uns zwei. Oh, Gitti, mein Schreckschrabbel. Das wird mir jetzt vielleicht doch ein bisschen gefährlich. Mir auch, Gitti, mir auch. Ich pack das nicht. Wir müssen an die Schlüsselkarten. Gleich hat er dich, Gramschatzerin. Dein Picadero. Wer? Lord Lucifer, der Matador. Tja, glaubt er vielleicht der Matador? Und wenn ich nicht mag? Dann. Wird er Fässer in seine Chica. Hilfe! Ja,
Ja, sag einmal. Willst du nicht zuerst einmal deine Elektroschocker ausziehen? Stimmt. Zeit zum Entblättern. Hasta la vista, Baby. Oh, mein kleines Luder, meine Zwiderwurz, mein Feuerball, mein Donnerhall, mein Suppenhühnchen, mein Puppenschnütchen, mein zartes Sojaschnitzel, meine heiße Hex, meine wilde Furie, mein nimmersattes... Halt das! Was ist das? Das hast du jetzt davon, du Unterwelt-Torero. Gib dir, so wird das nichts mit uns, ich kann mich ja gar nicht mehr rühren. Freilich wird es sowas. Du bist nämlich der Allerliebe, der Allerbrave, so ein toller, anständiger, ehrenhafter Mo. Hör auf, das ist ja nicht zum Aushalten. Sowas nennt man Rache. Du, auf geht's! Komm, Alfons! Komm, schon! Was wollt ihr doch? Keine Angst, wir bleiben nicht lang. Das ist Meuterei! Jetzt oder nie? Was habt ihr vor? Wir hauen ab, und zwar wir drei ganz allein. Ja, mit einem Super-Mega-Hyperfräsen. Halt! Stopp! Wie bitte? Halt, stopp, hab ich gesagt. Seit wann konnte er reden? Schon allerweil. Aber in dem Saftladen da herum, das ist manchmal besser, wenn man sich nicht in Karten schauen lässt. Gell, Luzifer? Was soll denn das heißen? Dass ich mich bloß blöd gestellt hab. In dem Loch, in dem Finstern da herum. Finster, das Loch? Was fällt denn dir ein? Aber jetzt hat's ein Ende mit der Bucklerei. Und ihr nehmt's mich gefälligst mit. Aha. Und wohin? Okay, jetzt wird's doch nicht so scheinheilig. Über den Tunnel da tun wir um ins himmlische Elysium. Du hast ja nicht mal alle Tassen im Schrank. Da geht's im Bayerischen Landtag. Und die da den Schiebblät schauen, wenn da einer wie du aufschlockt. Ohne Teufel seid's da aufgeschmissen. Da muss schon der Leibhaftige dabei sein, dass die Eroberung hinhaut. Eben und drum packt man's jetzt. Wo? Vater! Aber bestimmt nicht im Bayerischen Landtag. Die können uns sauber gestohlen bleiben. Wir sind zu höheren Berufen. Heute Nacht ist ein Ende mit Dursten und mit Hungerleiden. Heute Nacht graben wir uns durch ins himmlische Elysium. Wer spinnt sie jetzt alle? Also, man wundert euch das gar nicht. Ich hab den Tunnel umgeleitet. Vom Landtag in die ewige Seligkeit, in die Vorratskammer. Weißwürst, Reschebrezen, Presssack weiß und schwarz. Die eigene Dynastie untergraben. Das ist Hochverrat. Was ist? Die haben wir zusammen, hä? Ja, warum nicht? Ja, dann schlacht's ein. Also gut. Jawohl. Super! Yeah. Ja, freilich, das darf euch ja so passen. Ich sag bloß Notfallsteuerung. Nicht abheben! Grünbier? Guten Abend, liebe Unterwelt. Wir aktivieren jetzt den automatischen Gefriermodus und kühlen alle Räume auf eine einheitliche Temperatur von minus 80 Grad. Was? Nein, nicht den Gefriermodus, sondern die Notfallsteuerung. Hallo, Notfallsteuerung mit Verriegelung aller Türen. Jetzt leg auf! So viel zum Thema Digitalisierung. Nichts wie rauskommt. Ja, wer steuert jetzt den Mega-Hyper? Also zum Lesen von der Anleitung ist es kurz halt mehr. Schaut mal her! Was? Der Mega-Hyper ist ja von Hypersniper wie unser Herd. Ja, verrückt. Ja, dann fahr ich den. Nein. Du hast mir letztes Jahr mein Auto schon zweimal angerantelt. Jetzt geh, jetzt lass halt nach vorn. Von uns kann's ja auch kommen. Genau, das wird schon kälter und kälter. Ja, pass auf. Der Mega-Hyper ist am Ende vom Tunnel. Ja. Wenn wir da mit Karamba drauf zufahren, dann zündst du die Fräsen und holst mit Vollkaracho drauf zu. Wir schirmen wir vorab. Wir müssen den Überraschungseffekt für uns nutzen. Ja. Also, auf geht's! Eins, zwei, und! Hey. Da ist er ja, mein Regenschirm. Den suche ich schon ganz doof. Weißt du, kalt. Ja, sagt's mal, was ist denn da los?
Oma, es passt grad überhaupt nicht. Du, ich hab nur mal mit ganz Strom geredet. Und die überlegen, ob's da nicht eine zweite Chance geben. Oma, ich brauch keine zweite Chance. Also warum bist du denn neuerdings so stur? Ja, Herr Luzifer. Grüß Gott. Ihr könnt doch den armen Teufel nicht anbinden. So was macht man doch nicht. Oma, wir haben unsere Gründe. Ja, Oma, und jetzt geh uns bittchen aus dem Weg. Ja, aber hallo. Komm mal da rüber. So, setz dich da mal hin, Omale. Jetzt, es tut so, mir leid, aber es muss leider sein. Ludwig, Gott, jetzt habt doch einmal ein bisschen Geduld und vertraut's auf die bayerische Bürokratie. Die ist euer Recht. Ah, aber Wickerl, du kannst doch nicht deine eigene Oma knebeln. So, auf geht's, Kanton, lauf! Wenn das alles nichts hilft, dann zündet man das ganze Dynamit. Ihr seid ja des Wahnsinns. Ja, aber jetzt packen wir es wirklich. Ja, und was ist mit uns zwei? Ihr könnt uns doch nicht einfach so hocken lassen in der Cage. Doch, können wir schon. Schluss, aus, Ende. Weißwürst, wir kommen. Himmelseiten, das werden reich. Ja! Ah, jetzt seid ihr mal start. Ich muss mich konzentrieren. Eins, zwei und drei. Besetzt uns sehen Sie, wie die Gitti mit der Megafresse durch die Betonwand durch ist. Wir mit einem Föhn durch ein Stück Butter. Und zuletzt hat der Friedrich noch das Dynamit zünd und drin sind wir. Ihr meine, ich spinn's komplett. Ich hab schon gemeint, ihr lasst uns da frieren. Okay, was du immer von uns denkst, Oma, wir sind doch die Allerbraven. Daran habe ich neuerdings meine Zweifel. Der Teufel ist los, wenn die heilige Obrigkeit erfahrt, dass ihr seine Vorratskammer plündert. Also, da täuscht du aber. Seine Heiligkeit hat nämlich schon gewartet auf der anderen Seite auf uns. Mit allen Heiligen und Engeln. Hast du das Halleluja nicht gehört? Ja, schon, aber hat er nicht geschimpft? Nein, gelacht hat er. Also sowas. Also auf geht's, Burgel, zum himmlischen Frohlocken. Ja, und was ist mit mir? Könntest du doch nicht ganz allein zurücklassen bei minus 80 Grad. Also deine Supersteuerung kriegen wir jetzt nicht mehr in den Griff. Ach geh, jetzt nimmst doch das kleine Teufel auch mit, Umi. Auf einen mehr oder weniger wird's in der himmlischen Unendlichkeit schon nicht ankommen. Also Kim. Überzeugt. Ja, da bist du. Bei uns drin geht's drunter und drüber. Hast du nicht gesagt, du suchst bloß deinen Regenschirm? Haben wir schon. Ja, nein. Und was macht ihr da? Ja, wir nehmen einen Luzifer auch mit. So ja, nicht in die Runde. Moment einmal. Der Teufel im Paradies, das geht aber mal gar nicht. Bringt uns der Alte schon alles durcheinander. Der sitzt schon bei der dritten Halbe. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Weil auf die Dauer ist es ja undenkbar, oder? Leid kommt's. Der heilige Vater, der hat sich dermaßen über unseren Besuch gefreut, dass er gleich eine Generalamnestie ausgerufen hat. Und stellt euch vor, Schafkopfer kann er. Ui! Da wo ich dabei sein. Ja, dann auf ins Paradies, Kim! Halt, du bleibst! Ja gut, die Generalamnestie für mich nicht. Das darf mich wundern. Aber du, da fällt mir gerade ein, für so komplizierte Grenzfälle wie die haben wir neuerdings ein digitales Asyl- und Begnadigungsverfahren. Alles schon online im himmlischen Formularcenter. Kim, das rufen wir jetzt gleich mal auf in deinem Internetstore. Summa summarum roundabout 250 Formulare.
Schon wieder nix für Formulare. Und das bei der Käten. Ja, mei, dann ziehst du halt mal ein bisschen was Warmes an. Ha? Hast du einen Haufen Klump? Ja? Herr Gramschatzer. Ja? In wenigen Stunden ist Anstoß des legendären Hobmann Cups. Ihr Team erwartet Sie zur Mannschaftsbesprechung. Ah ja. Wir bedanken uns für Ihren Höllenbesuch und wünschen Ihnen viel Glück auf Ihrem weiteren Lebensweg. Danke. Das ist aber nett. Hast du gesehen, die Stahlturnier bei der Detonation hat die Wand auch rausgerissen. Der Weg ist frei nach Berchtesgaden. Ja, hab ich gesehen. Also dann, mach's gut. Reisen, das will mir ja nicht aufhalten. Gitti, ich hab mir's anders überlegt. Ich werde nicht Fußball spielen. Nicht? Nein, das packen die ohne mich auch. Und ich wäre außerdem bloß Auswechselspieler gewesen. Es gibt Wichtigeres. Und was war das? Pass auf, das war in deinem Schmuckkastel. Das hat mir der Raphael organisiert. Das ist unser Verlobungsring. Ja, gibt's das? Ja, was meinst? Sollen wir es noch einmal probieren, Trent auf der Wolken Nummer 7? Könnten ab und zu ein kleines Abenteuer bestehen oder Megafräsen fahren oder ins Wellness gehen, ganz wie du das magst. So, hätten wir das auch. Fast. Wieso, was fehlt noch? Das zum Beispiel. Oh, und so soll es jetzt weitergehen, bis in alle Ewigkeit. Ja, schon. Also, da habe ich jetzt von dir schon ein bisschen mehr gesehen in Sachen Leidenschaft. Meinst du? Allerdings.